Im Geiste der Geschwister Hans und Sophie Scholl, den Namensgebern unserer Schulen, ist es die Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass Werte wie Mut, Toleranz, Vielfalt, Respekt und Zivilcourage auch heute noch unser Handeln und unser Miteinander bestimmen. Von daher... Nein zu Diskriminierung, nein zu Intoleranz, nein zu Rassismus. Hey, was ist denn da gerade passiert? Ich habe da gerade zwei Typen gesehen. Die haben sich draußen geklaut, oder? Ja, die drei haben mir mein Essen weggenommen. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Ich kenne die nicht mal. Was soll denn sowas? Hast jetzt kein Essen mehr, ne? Nein. Ja, ich habe ein bisschen Geld dabei. Weißt du, ich kaufe einfach was, okay? Möglich. Ja, mach ich. Nein, das wäre wirklich echt nett von dir. Weil ich habe jetzt kein Mittagessen. Ja, egal. Ich habe kein Geld dabei. Ja, ich komme gleich wieder. Okay. Ja. Danke. Hier, bitteschön. Danke, das ist echt nett von dir. Komm einfach morgen wieder, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Ja, können wir machen. Okay, dann bis morgen. Ja, ciao. Danke. Es geht. Es geht, hi. Ist gut. Ja, bei dir. Jo. Da spielen kann, wenn es euch nichts ausmacht. Jungs, guckt euch den mal an. Der will mit uns spielen. Der hat nicht mehr Schuhe an. Nee, der stinkt bis hierher. Du kannst doch nicht mit uns spielen, guck dich mal an. Wer bist du überhaupt? Was machst du hier eigentlich? Jungs, wer ist das? Ja, irgend so ein Armer, keine Ahnung. Guck ihn dir doch mal an, der hat nicht mal Schuhe. Ich heiße Marcel. Ah, ich bin Luke. Hey. Hast du keine Schuhe? Nein, ich habe keine. Ich besitze keine. Warte mal, ich habe nur ein zweites Paar dabei. Zieh die einfach an und wir spielen zu zweit gegen die drei. Bist du sicher, dass sie überhaupt wollen, dass ich mitspiele? Ja, ja, es geht schon. Wirklich, weil ich glaube... Ja. Zieh einfach an, ja. Lässt er denn eigentlich mitspielen? Das kann doch nicht wahr sein. Warum? Wir sagen noch, nein, der ist so arm, der hat nicht mal Schuhe gehabt, er gibt dir noch seine Schuhe, das kann doch nicht sein. Er lässt ihn einfach mitspielen. Das Junge, der kann nicht mal irgendwie Tricks oder ist so scheiße? Gar nichts. Ja, scheiß drauf. Egal, wir sind zu dritt und die sind zu zweit, wir machen fertig. Komm, stopp. Hast du mal gesehen? Jawohl! Gut gespielt. Danke. Stark spiel mal. Gespielt. Wunderbar. Stark spielt. Danke. Stark spielt. Der ist doch gar nicht so schlecht, oder?
Nee, der ist echt nicht schlecht. Hallo, drauf. Drauf, Marcel muss drauf. Hallo. Seid ihr bereit? Ist jeder drauf? Ja, du bist nicht drauf. Doch, ich bin schon drauf. So. Guten Morgen, Klasse. Ich entschuldige mich für meine Verspätung. Stau, ein bisschen auf der Autobahn. Heute machen wir ein bisschen Mathematik. Und unser Thema soll sein, die Wiederholung der letzten Stunde. Kriege ich von der Klasse auch einen guten Morgen, oder baust du schon wieder am Handy, oder was? Park's weg, oder mach zumindest so, dass ich es nicht sehe. Danke. So, und als erste Aufgabe habe ich hier direkt eine Malaufgabe, beziehungsweise eine Additionsaufgabe. Und meine erste Frage an die Klasse lautet, was ist das Ergebnis dieser Rechnung? Bitte melden. Irgendjemand. Gibt es irgendwelche Freiwilligen hier vorne auch nicht? Ja, Luca? 102. Ist richtig. Jetzt machen wir eine zweite Aufgabe. Beziehungsweise bevor jetzt die zweite Aufgabe, kannst du mir vielleicht mal erklären, wieso 102 und nicht zum Beispiel 320 oder sonst irgendein anderes Ergebnis? Gibt es nämlich eine besondere Regel dafür? Weißt du sicherlich? Weiß nicht. Weiß vielleicht irgendein anderer aus der Klasse? Leute, wir haben es gestern gemacht, wieso weiß es keiner? Wieso? Cedric, wieso weißt du es nicht? Ich habe gestern nicht aufgepasst. Passt du überhaupt irgendwann mal auf? Ja. Das glaube ich gar nicht auch. Irgendjemand aus der Klasse vielleicht? Ja, Paul zum Beispiel. Hm, wieso ergibt das 102? Die Regel dafür ist eine ganz einfache. Das heißt nicht Punkt vor Strich. Das ist genau richtig, Punkt vor Strichrechnung. Gut, kommen wir zur zweiten Aufgabe. Eine bisschen komplexer. Weiß vielleicht jemand das Ergebnis auf dieser Rechnung? Irgendjemand, Leute, es kann ja auch nicht sein, wir haben es gestern. Gestern, wieso lachst du schon wieder? Gibt es irgendwas zum Lachen hier vorne? Weißt du das Ergebnis? Nein. Ja, dann hör auf zu lachen. So, Klasse, weiß vielleicht jemand das Ergebnis auf diese Aufgabe? Keiner? Oder wieso weiß denn das jetzt keiner? Wir haben es doch gestern noch wiederholt. Gestern. Nicht so lange her. Gestern, oder? Marcel, vielleicht du. Ich weiß es nicht. So, Klasse. Also ich muss jetzt mal was sagen. Es kann nicht sein, dass wir gestern dieselbe Aufgabe gemacht haben und es heute schon wieder niemand weiß. Da kriege ich schon wieder so einen Hals. Schaut mal. Gibt es irgendwas zu lachen, Ivan? Nö. Deine Kommentare kannst du sparen. Ich kann sie sehen, beim Nachsitzen dann alle aufschreiben. Ja, sehen wir. Gut. So, weiß es jetzt hier irgendjemand? So, Marcel. Weißt vielleicht die Lösung? Nein, ich weiß es nicht. Weiß es nicht? Okay, dann quäle ich dich heute mal nicht. Weißt vielleicht irgendjemand anderer aus der Klasse? Ja, Nico, guckst mich so drüber an. Weißt du vielleicht die Lösung? Sechs. Sechs ist richtig. Da hast du jetzt aber mich... Entschuldigen Sie, Herr Wieschnetzki. Warum nehmen Sie ihn nicht dran? Warum nehmen Sie ihn nicht dran? Den? Ja, ihn? Soll ich ihn nicht dran nehmen? Ja, das war ganz bestimmt. Ja, das war nicht die ganze Zeit. Warum nehmen Sie ihn nicht dran? Moment mal. Oder? Beim letzten Mal, als ich mich erinnern kann, ja, dass ich der Lehrer bin. So, ja. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ah, jetzt habt ihr wirklich alle gut. Was ist denn jetzt passiert? Ja, und was wird das jetzt hier? Wollt ihr eine Debatte starten? Wir sind alle der Meinung, dass sie ihn nie dran nehmen. So, Klasse. Also, ich bin's jetzt leid. Jetzt ist es vorbei. Hockt euch jetzt alle wieder hin. Wir machen jetzt mit dem Unterricht weiter. Wenn irgendjemand noch irgendwie was sagen will, soll er was sagen von mir aus. Aber wenn es gegen mich geht, dann würde ich es lieber nicht sagen, das kassiert er sich unten am Sitz an. Alles klar soweit? So. Moment mal. Hey, ich glaube, ich bin! Ich hab mich gerade. So, du kriegst jetzt nachsitzen. Warum kriegt er nachsitzen? Also, du willst jetzt auch zum Nachsitzen kommen, ja? Ja. Okay. Kommst du aus dem Nachsitzen? Ja, ich komme auch. Ich auch. Ja. Ich auch. Ja, ich auch. Da kommen wir halt alle. Wir kommen alle. Was ist denn hier passiert? Ja, kommen wir alle. Ja, mal rein.
Ja, Herr Rahn. Guten Tag. Guten Tag. Raphael, mein Name. Hallo. Ja, guten Tag. Sie sind Frau Hammerschlag, richtig? Ja, genau. Alles klar. Ja, wir sind hier wegen der Anmeldung unseres Kindes Johnny's. Ja, Sie haben ihn ja schon letzte Woche kennengelernt. Wer ist der Freund, den Sie mitgebracht haben? Die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin der Raphael. Ein Freund. Ja, genau. Ich war letzte Woche schon mal deswegen hier. Und das, wie gesagt, Raphael. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Da hätte ich direkt eine Frage an Sie, nämlich ich bin in dieser Branche recht unerfahren und ich würde Sie bitten, mir mal ganz kurz die ganzen Sachen so zu erklären, wie ich denn mein Kind anmelden kann und so dies und das. Also Sie kennen ja jetzt schon den Kindergarten, Sie sind ja schon mal rumgelaufen. Und zwar müssten Sie es einfach nur auf dem Formular unterschreiben. Also beide Erziehungsberechtigten. Das heißt, Sie könnten vielleicht Ihre Lebenspartnerin anrufen und sie, dass sie dann unterschreiben können. Anrufen, wieso? Also meine Lebenspartner bzw. Partnerin bzw. Partner sitzt hier direkt neben mir eigentlich. Ja, das bin ich. Sie sind also ein homosexuelles Paar. Das ist das Formular, ja. Ja, genau, das sind wir. Ist das jetzt irgendwie großartig ein Problem für Sie, oder? Ja, um ehrlich zu sein, ist es das. Wir können keine Kinder von homosexuellen Paaren annehmen. Wie bitte? Wie meinen Sie das jetzt? Ja, Kind könnte als Mobbingopfer gelten, weil es zwei Väter hat und keine Mutter. Also das kann jetzt unmöglich, das können Sie jetzt nicht ernst meinen, oder? Ich meine, das kann jetzt ja nicht eher hier die ernst sein, oder? Doch, das meine ich ernst. Das meinen Sie ernst? Und würden Sie mir bitte erklären, was das Problem jetzt wäre, wenn wir beide jetzt homosexuell sind? Ja, Ihr Kind könnte als Mobbingopfer gelten, das wollen Sie doch nicht. Ach so, und Sie haben das Recht, das zu entscheiden, ob unser Kind Mobbingopfer ist. Ich gebe Ihnen nur einen Rat. Einen Rat? Also ja. Ich weiß nicht, was Sie für Ratschläge geben wollen, aber das ist mehr hier eine Beleidigung. Eine Beleidigung meinerseits. Was ist denn hier los? Was? Es ist alles okay so. Man hört Ihre ganzen Schreie. Alles okay? Sind Sie des Wahnsinns? Es ist gar nichts okay. Wo ist denn das Problem? Wo das Problem ist? Ich sag... Moment mal, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin Erzieherin. Aha, ich bin der Raphael. Ich sag Ihnen, was passiert ist. Ihre Direktorin, Ihre hier Vorgesetzte, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, meint, dass unser Kind nicht hier an den Kindergarten gehen darf, nur weil wir beide homosexuell sind. Ich kann es nicht fassen. Ist das wahr? Sie sollten sich schämen, Frau Hammerschlag. Wir sind im 21. Jahrhundert. Das ist unfassbar. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mit mir so zu reden? Ich werde hier kündigen, wenn es so weitergeht, und ich werde mit Ihrem Vorgesetzten reden. Ich werde mich weiter auf die Kinder kümmern. Na gut. Hier. Ach, jetzt plötzlich. Na super. Okay, wo soll ich unterschreiben? Da. Alles klar. Ich sag dazu gar nichts. So. Ja, ich fast. Wissen Sie, es ist unfassbar, ja, dass Sie meinen. Ich meine. Wer denken Sie eigentlich, wer Sie sind, ja? Sie meinen, über Menschen urteilen, die Sie nicht mal kennen, nur weil Sie homosexuell sind, nur weil Sie eine andere Lebenssituation haben. Das ist undenkbar, ja? Das ist einfach, so eine rassistische Einstellung habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und glauben Sie mir, ich habe viel im Leben gesehen. War es das jetzt oder gibt es hier noch irgendwas? Nein, das war's jetzt. Sie können jetzt gehen, ja. Das werde ich auch. Nein, aber... Schämen sollten Sie sich. Schämen. Hallo? Ja, hallo Schatz. Ja, ich wollte fragen, ob es bei 20 Uhr heute Abend bleibt. Freut mich, dass du anrufst. Ja, natürlich. Ja? Bleibst du dabei? Okay, dann sehen wir uns heute Abend. Ja, ich liebe dich. Ich dich auch. Bis heute Abend. Na gut, dann mach ich doch wieder. Was denn? Du kannst uns einem anderen am Weichenpark hinterher schauen. Deine Eifersuchtsattacken gehen mir echt auf den Sack, ja? Ich bin zu Recht eifersüchtig, wenn du am Weichenpark schamlos einer anderen auf den Arsch klopfst. Hab ich doch gar nicht. Doch hast du.
Was soll denn das jetzt? Ja, Pech gehabt. Ey, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Meine Freundin und nicht deine, ja?